Hallo und herzlich willkommen zur 56. Folge von Project Unstable 5. Ja, wie schon prophezeit, heute mal ein bisschen Botania, weil es gibt so ein paar Dinge, die vielleicht noch ganz nützlich wären in Botania. Es gibt ja für alles mögliche auch noch Blümchen und was weiß ich nicht, und ich möchte gerne den Conjuration Catalyst haben, weil mit Hilfe von dem können wir ein bisschen verdoppeln und da kriege ich zum Beispiel mehr Kohle raus. Das wäre gar nicht so schlecht. Genau. Ja, können Gravel verdoppeln, Soul Sand, gibt noch irgendwas Tolles, Netherrack, okay. Nether Quarz verdoppeln ist auch relativ cool, Glowstone auch, aber ja, nun gut. Mal schauen. Jedenfalls machen wir jetzt erstmal Folgendes. Wir machen uns jetzt erstmal die Terrestrial Agglomeration Plate. Terrestrial. Genau, die sieht ein bisschen anders aus. Wir haben das Rezept ein bisschen geändert. Dass man sie nicht einfach craftet, sondern wir brauchen einen Block of Mana Steel, einen Block of Mana Diamond, einen Lapis Lazuli Block und einen Haufen Runen. Um genau zu sein, alle Basic Runen einmal und so eine Mana Pearl. Genau, so, und das klatschen wir jetzt einfach mal alles hier rein. Das war zu viel, Moment. So, mit, die Mana Pearl brauche ich nämlich nur. So, nicht das andere Ding. So, und das Ding arbeitet jetzt. Living Rock muss nochmal oben drauf. Dann sammelt das Ding jetzt so ein bisschen Mana ein. In der Zwischenzeit kann ich mal schon mal hier oben nochmal ein paar Lapisblöcke holen. Ich weiß gar nicht, wie viel brauche ich denn. Suchen. Upsala. Nein. Nein. Terrestrial. Das ist ja das eigentliche Rezept. Ist jetzt ein bisschen teurer geworden von uns. Das Rezept. Und wir brauchen 4 Lapisblöcke und 5 Livingwood-Blöcke. Okay, 1, 2, 3, 4. Brauchen noch ein paar andere Dinge. Aber dazu kommen wir später. So, erstmal machen wir das Ding jetzt hier fertig. Flup. Yay, die Runen kriegen wir auch wieder. Das ist ein schöner Mana-Pool, man kriegt die ganzen Runen wieder. So, okay. Terrestrial Agglomeration Plate. Dann müssen wir jetzt noch 5 Living Rock. Dann bauen wir uns einfach mal hier so eine kleine Plattform auf. So. Okay. Hallo? Gut. So. Hier kommt überall Living Rock hin. Hier kommt Lapis hin mit der Terrestrial Agglomeration Plate. So. Und was wir da jetzt draufschmeißen, ist ein Gold. Nicht ein Gold. Ein Mana Steel, ein Mana Diamond und eine Mana Pearl. Und raus kommt ein Terra Steel. Sache ist die, wir müssen aber erstmal mal den Mana hinkriegen, weil das Ding braucht auch Mana im Prozess. Ich weiß gar nicht, so ein Drittel Mana Pool, ich habe keine Ahnung. Und dafür braucht man sogenannte Sparks. Das ist praktisch die Wireless-Methode, Mana zu übertragen. Dafür brauchen wir jetzt noch ein paar Petal. Schon mal eben schnell ein paar Petal. Aua. Machen wir mal die Orange schnell einfach. Ist ja egal. Sparks sehen immer gleich aus, von daher. So. Das einmal hin. Sparks. Es gibt noch so ein paar Spark-Augmente. Es gibt das Pursuit, das tut praktisch aus dem Mana-Pool das Mana an alle anderen Dinger mit einem Spark verteilen. Sache ist die. Die Terrestrial Agglomeration Plate braucht das nicht. Die muss einfach nur ins Spark-Netzwerk angebunden sein und nimmt alles. Dominant, also nochmal zur Erklärung: Dominant macht Folgendes: Das tut aus allen Mana-Pools, die nicht dominant sind oder isolated, alles Mana ranziehen und packt es in den eigenen Pool. Die Recessive ist im Endeffekt das Gegenteil. Die saugt alles an. Und die Dispersive, oh Gott, ich hasse Editions. Die Dispersive macht Folgendes: Sie gibt an Spieler ab, also der Spark gibt dann an Spieler von seinem Mana-Pool Mana ab. Damit könnten wir dann zum Beispiel unser Band of Mana aufladen. Ja, so. Und jetzt machen wir einfach den Spark einmal Restlick hier drauf. Dann ist der auf der Terrestrial Agglomeration Plate. Einmal Restlick auf dem Mana-Pool. Die beiden sind jetzt verbunden. Und jetzt brauchen wir nur ein Mana-Steel. Brauche ich noch die anderen Dinger. Wir brauchen das. Ich nehme nochmal ein Eisen mehr mit. Da können wir gleich 2 Ingots machen. Brauchen E2.
Brauche noch Diamanten. Dann nehme ich mal 3 Stück mit. Warum werdet ihr dann gleich sehen? Und ich nehme noch ein bisschen Holz mit. So. Okay. Das Holz ist nämlich für unsere Blümchen hier. Daraus machen wir uns jetzt nämlich wieder Living Wood. Ja, und dann machen wir jetzt erstmal hier nochmal flup, flup, flup. Gut. So, und dann jetzt ein Mana Steel, eine Mana Pearl, eine Mana Diamond und wir sehen jetzt hier. Ups, ich habe es wieder eingesammelt natürlich. Was Ding so doof ist. So. Es saugt jetzt aus dem Mana Pool das Mana. Wir sehen jetzt hier so eine lustige Animation. Patsch, diese Sparks hier oben so ein bisschen rumgehen, wieder drauf gehen auf die Platte. Wir sehen auch hier oben so einen Haufen Sparks hier oben einfach nochmal so ein bisschen glitzern drüber. Ja. Und das wird jetzt immer grüner, immer grüner, immer grüner. Und am Ende ist es Terra Steel. Tada! Wir haben ein Terra Steel Ingot. Und es hat nur einen halben Mana Pool gebraucht. Okay. Ich hoffe, ich kriege noch ein zweites hin. Wir sehen ja, wie schnell es praktisch das Zeug frisst. Okay, der Server leckt immer mal ein bisschen. Das ist interessant. Der Server hat gerade echt Probleme. Okay. Kriegen wir es hin? Also ich muss noch eine Runde machen. Oh, es bleibt stehen, der Prozess. Geht er wenigstens weiter, wenn es praktisch neues Mana kommt gleich. Okay, wir machen es mal folgendermaßen. Drehen das mal um. Packen wir unseren Mana-Ring drauf. Ja, also. Dann geht es noch weiter und dann kriegen wir jetzt noch das Terra-Steel. So. Wunderbar. So. Gut, dann haben wir nämlich 2 Terra-Steel, weil die brauchen wir erstmal. Gut. Denn für das. Wir brauchen eigentlich sogar noch mehr dann. Aber okay. Erst einmal. Mit Terra-Steel können wir jetzt ein paar Dinge machen. Wir können zum Beispiel so ein paar nützliche Items machen, die wir jetzt praktisch machen könnten ohne dieses Elfenportal. Die Terra-Steel-Rüstung hingegen haben wir jetzt so gemacht, dass die Elementium-Rüstung drin braucht. Das heißt, dafür brauchen wir erstmal Elementium und kriegen dafür halt so ein Terra-Steel. Rüstung halt mit Gaia-Spills und so weiter. Weil ansonsten die Terra-Steel-Rüstung ist nämlich, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, meine stärksten Rüstung und war eigentlich relativ billig, weil Terra Steel, okay, braucht nur Mana, es braucht meistens nur Zeit. Und damit kriegt man dann alles und das ist ein bisschen doof, deswegen, so, ja. Zurück zum eigentlichen, was wollte ich jetzt machen? Genau. Ich wollte Living Wood, Elven Gateway Core. Den brauchen wir einmal, dafür brauchen wir mehr Living Wood, genau. Das hatte ich unten gemacht, ich habe es noch nicht abgebaut. So, und dann brauchen wir nämlich eigentlich noch wesentlich mehr Mana, wo ich gerade mir überlegen bin, wo kriegen wir jetzt noch Mana her. Die schneller, weil wir brauchen wesentlich mehr Mana. Ansonsten bauen wir einfach nochmal ein anderes Setup dann auf. Und ein bisschen mehr Mana kriegen. Dass wir das Portal schon mal aufbauen, uns fehlen dann nämlich noch 2 Natures. Nature. Nee. Pylon. Die Dinger. Natura Pylon, so. Dafür brauchen wir nämlich jeweils 3 Terra Steel für 1. Das heißt, wir brauchen insgesamt 6 Terra Steel. Das ist eine ganze Menge. Die wir da noch brauchen. Das heißt, da müssen wir dann mal gucken. So. Jetzt aber erstmal das Ding. Huch. Das ist falsch. So. Elven Gateway Core. Das haben wir. Und dann machen wir schon mal die anderen Dinger. Und zwar brauchen wir Glimmering Living Wood. Davon brauchen wir 3 Stück. Das heißt, ich hole nochmal 3 von dem Mana Dust oder wie das Zeug hieß. So. Schub, schub, schub. Und da ding. Wunderbar. So. Das Zeug drunter und wir kriegen Glimmering Living Wood und dann brauchen wir jetzt noch normales Living Wood. Davon brauche ich noch ein paar mehr. Ist es fertig? Es ist fertig, wunderbar. Sehr gut.
Okay. Gut. Ist das jetzt? Toll. Okay. Flap, flap, flap. Flap, flap, flap. Flap, flap, flap. Wunderbar. Dann können wir jetzt mal das Portal schon mal aufbauen. Jetzt müssen wir mal gucken. Portal. The Portal to Alfheim. So, wir brauchen 8 Living Wood, 3 Glimmering und 1 Gelben Wildwild Core und 2 Mana Pools und 2 Nature's Pilot. Das ist eigentlich der normale Elfengate Core. Braucht eigentlich nur 3 Terra Steel Nuggets, also 1 Terra Steel. Wir brauchen jetzt ein bisschen mehr dafür und das Ding braucht auch nur Nuggets. Das heißt, man konnte mit einem Ingot von Terra Steel konnte man schon Elementium machen und das haben wir jetzt ein bisschen geändert. Das ist das Portal, was wir brauchen. Das heißt, wir machen das jetzt mal irgendwo hin. Das müssen wir dann noch schön irgendwo einbauen. Ich habe mir überlegt, da bauen wir dann so ein kleines, so ein bisschen abseits so ein Haus irgendwie, von dem Botaniker da irgendwie, keine Ahnung, auch so ein kleines Gewächshaus noch irgendwie ran, wo drin er dann so ein paar Blumen noch züchtet vielleicht. Und dann muss ich noch gucken, wie wir es, entweder wir machen noch einen Baum hin und in dem Baum ist dann praktisch das Portal irgendwie unten im Stamm. Müssen wir mal schauen. So. Noch ein bisschen Living Wood ein. So, okay. Gut, dann. Wo bauen wir es erstmal hin? Bauen wir es erstmal nach hier, würde ich sagen. Fire spreads eh aus. Können wir es erstmal hier machen. So, das Ding. Living Wood. Living Wood. Das weg, das weg. Dann kommt Glimmering Living Wood. Einmal da, einmal da. Das oben drauf. Man kann übrigens auch. Achso, das habe ich jetzt noch gerade gezeigt. Man kann auch Visualize machen mit Botania, dann hat man es praktisch hier so vor sich. Und danach klickt man einfach dort, wo man es bauen will, macht man einfach Rechtsklick und dann hat man es praktisch in der Landschaft stehen. Man kann auch Unvisualize machen, dann ist es weg. Oder man baut die Struktur fertig, dann geht es auch automatisch weg. Ja, so, und jetzt haben wir das Ding. Wie gesagt, wir können es jetzt versuchen anzuschalten, es wird aber nicht funktionieren. Doch, es funktioniert. Ja, okay, ist wieder aus. Genau. Ich weiß gar nicht, nimmt es das Buch? Nein. Schade. Okay, gut. Das heißt, wir brauchen definitiv 2 Mana-Pools noch. Die sind jetzt nicht unbedingt so teuer. Wir brauchen noch 6 Terra Steel. Das ist sehr teuer. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen mehr Mana. Gut, dafür können wir uns ein bisschen was vorbereiten. Ich brauche mehr Living Rock, oder? Jo, 6 habe ich noch. Dann sammeln wir nochmal ein bisschen Stoin. Stoin, 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 Stoin. Ja, egal, machen wir jetzt erstmal ein bisschen was. An Living Wood. Und das müssen wir uns dann auch schon automatisieren. Weil ich habe nämlich vor, dann bei dem Botaniker-Typen da mit Living Wood ein bisschen, Living Rock ein bisschen zu bauen, weil es sieht relativ cool aus. Ja, müssen wir dann mal schauen. Genau. Da. So. Schub, 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 schub. Alles klar. Dann machen wir einfach mal. Warum bin ich jetzt hier hochgeflogen, um Malerpool zu machen? Egal. Wird Wave, Craft Mana Pool to Store Mana. Das habe ich ja noch nicht gemacht. Genau, habe ich noch nie gemacht. Gut, wir brauchen dann auch noch einen Mana Distributor. Das ist ein wunderschöner Block. Der erlaubt es uns, Mana so zu transportieren, dass wir sagen können, hey, also was heißt transportieren? Wir schießen dort rein einfach das Mana von den Mana Pools. Und das Ergebnis ist, dass das Mana gleichbleibend auf alle angeschlossenen Mana-Pools verteilt wird. Das heißt, man kann bis zu 4 Mana-Pools an die Seiten packen, muss dann nur Mana irgendwie reinschießen und das geht dann auf alle Mana-Pools drauf. Das ist, ja, sehr nützlich, möchte ich meinen. So, jetzt erstmal noch ein bisschen. Quatsch. So, dann flup, flup. Flup, flup. Mana-Distributor. Und ich würde sagen, wir machen das Ding mal weg. Machen wir hier nämlich Mana Distributor hin. Und hier kommen dann die Seite Mana Pools. Das heißt, das Ding wird praktisch auf den Mana Distributor schießen. Das muss man aber binden. So. Gut. Und das verteilt sich jetzt praktisch auf alle anliegenden Mana Pools aus diesem Mana Pool raus. Da wir aber im Moment noch nicht genügend Mana Pools haben, wo es rein kann, geht das mal alles nur in den einen. Dann machen wir einfach das praktisch der eine Mana Pool. Ist für den Conjuration Catalyst und der andere ist dann für den anderen Catalyst, für den, ach nee, das ist Alchemy und das andere ist dann der Conjuration, so rum.
So, das war ein Mystical Flower. Den nehmen wir mit. Weiß ja nie, wann man sie braucht. So. Es gibt ja auch noch ein paar Blumen von Botania, die wir uns mal machen könnten. Es gibt zum Beispiel eine Blume, die noch das Wachstum beschleunigt. Das ist relativ nützlich. Für Mana-Generierung bin ich noch am Überlegen, was wir machen wollen. Wir können uns mal eine Entropinion machen. Dafür brauchen wir dann eine Rune of Wrath. Wir brauchen eine Rune of Winter. Die habe ich, glaube ich, nicht. Nein, habe ich nicht. Die müssen wir auch nochmal. Okay, weil sie macht Folgendes. Sie verhindert, dass praktisch, wenn ein TNT oder irgendeine Explosion hochgeht, sammelt sie die Explosion ein und erzeugt daraus Mana. Das ist relativ cool. Und verhindert damit, dass praktisch Blockschaden irgendwo entsteht. Problem an der Sache ist die, wenn sie gerade noch Mana in sich drinne hat oder Mana erzeugt, dann geht das nicht. So. Was ich aber gerne mal probieren würde, es gibt von Dark Utilities, gibt es ein sogenanntes TNT. Das craften wir aus Wolle und Gunpowder, nicht aus Sand und Gunpowder. Und es ist wesentlich schwächer als normales TNT. Es ist nicht stark genug, um Blöcke zu zerstören. Es ist halt für Pranks sozusagen gedacht. Oder wenn man jemanden irgendwie, keine Ahnung, mal so überraschen will, so TNT hinsetzen, dann hört man pssst, buff, und nichts passiert. So, Moment. Ich kann mal eins machen. Stone Torch. So. Ich weiß nicht, ob es halt wirklich überhaupt eine Explosion sieht halt aus wie TNT einfach. Ich glaube, es macht gar keinen Schaden. Okay, gut, dann kann man das. Dann ist es wirklich einfach nur. Okay. Also, was heißt kein Schaden? Gar keine Explosion an sich. Okay. Müssen wir schauen, weil die Entropinion. Ich finde sie cool, aber die Automatisierung ist ein bisschen schwierig, weil wir abfragen müssen, ob die Blume Mana hat. Und ich glaube, das können wir nicht. Ich weiß nicht, ob wir da einen Copywriter einfach dran ballern können an so eine Blume. Das weiß ich jetzt nicht. So, machen wir einmal das. Dann geht es jetzt auf, wie gesagt, alle Mana-Pools. Wir haben jetzt dann vierfachen Speicher. Wir haben vier Mana-Pools insgesamt, die speichern können. Das heißt, unsere Thermalilies können ein bisschen arbeiten. Ein bisschen Mana erzeugen. Gut. Gucken wir nochmal weiter. Das ist eine Mana-Generierung, die wir haben. Wir haben auch noch die Kikimoros. Die erzeugt uns aus Kuchen Mana. Problem ist, wir brauchen Pixie Dust. Das kriegen wir erst nach dem Elven Gateway Core. So. Gurmarillis könnten wir machen, die macht uns aus Essen Mana. Narslimus macht uns aus Slimes Mana, indem sie praktisch die Slimes immer weiter verkleinert. Also ein großer Slime wird dann zum mittleren Slime, wird dann zum kleinen Slime und stirbt dann. Und dafür kriegen wir halt Mana. Würde ich gerne mal ausprobieren, so malen wir den in Slime Cube. Slime Cube. Genau, Slime Cube haben, der im Endeffekt dafür sorgt, dass Slimes dann in jedem Chunk, in dem Chunk, wo der Slime Cube drinnen steht, spawnen können. Vorteil, sie spawnen auf jeder Höhe. Was wir also machen könnten also losgehen, könnten uns einen Chunk suchen, ist ja nur 16x16, buddeln uns im Endeffekt runter, gucken, ob da irgendwelche Löcher sind, bauen das alles komplett zu, dass wirklich kein Block da irgendwie ist, wo ein Slime spawnen kann, dass es praktisch nur oben drauf spawnen kann. Machen dann wie ein Gehege draus sozusagen. Haben dann in der Mitte den mal Slimus und erzeugen uns dann Mana drauf. Das wäre sicher auch relativ cool, aber wir müssen mal gucken, wie das funktioniert. Wie gesagt, muss dann. Das Problem ist, die spawnen halt auf jeder Höhe. Ich weiß nicht, ob sie auf Glas spawnen können. At any height. Und mit einer erhöhten Rate halt. Das heißt, man könnte es vielleicht relativ cool machen. Ja, naja, müssen wir mal gucken. Weil das wäre sicher relativ interessant, wenn wir wirklich am Ende so ankämen würden. Also wenn sie nicht auf Glas spawnen würden, dann könnte man praktisch wie so ein kleines Glashaus machen. Wirklich, wo drinnen einfach die Slimes dann spawnen, sage ich mal, die ganze Zeit. Dann ja, halt von uns nach Slimus getötet werden. Und dafür bekommen wir Mana. Das hätte sicher auch was. Ja, genau. So, ansonsten haben wir nicht unbedingt noch so viele, wo ich sage, die generieren uns gut. Die Den Livehirn hatten wir das letzte Mal gemacht, so ein bisschen mit dem Game of Life. Mana generieren, gibt Schöneres.
Was war die Raflosia? Mal gucken, mal. Das muss ich mir jetzt mal. Generating Flower. Die können wir auch noch gar nicht machen. Weil wir dafür auch Pixias brauchen. Okay. Spectaculus, die hatten wir auch das letzte Mal. Die könnten wir eigentlich sogar wieder machen. Dafür brauchen wir einfach nur eine Schafform, was wir machen können. Wir noch gerne eine Tierform bauen. Weil die brauchte immer die unterschiedliche Wolle. Nach und nach gedroppt. Und das können wir damit vielleicht machen. Also entweder wir machen es wieder so wie das letzte Mal, dass wir praktisch diesen Fernplacer, diese Ferninteraktion machen. Das könnten wir machen, mit Hilfe von nur Botania und Vanilla Minecraft im Endeffekt. Oder ob wir sagen, das wollen wir nicht. Wir wollen stattdessen es vielleicht mit Open Computers oder mit was anderem machen, dafür halt kompakter. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen wollen. Und ob wir es machen wollen. Genau, Rosa Arcana sammelt, ich weiß nicht, ob nur vom Spieler? Can tap into it and absorb the life experience of players on the ground around it. Okay, das heißt nur, the experience can also be acquired from experience orbs in the world, not requiring the player being present. This method, however, is less effective production-wise. Okay. Das heißt, wir kriegen weniger raus aus dem Mana, aber wir könnten theoretisch was bauen, was Mobs tötet, das trotzdem Experience droppt, was dann die Rosa Arcana aufsammeln würde und damit könnten wir dann arbeiten. Das ginge. Ist wahrscheinlich nicht ganz so toll. Hydroangeas ist halt eine Blume, die mit der Zeit kaputt geht. Will decay after 1 hour of real world time. Also sie leben eine Stunde, dann sind sie weg. Das ist ein bisschen doof. Dafür machen sie halt aus Wasser im Endeffekt einfach Mana. Wie gesagt, hier ist das Setup. Damit hat man nun endlich Mana früher bekommen. Dann konnte einfach das einen Haufen aufbauen. Das geht jetzt nicht mehr. Was man höchstens machen könnte, man könnte mit Hilfe von einem Overgrown Seed. Mit Hilfe von dem könnte man Overgrown Grass machen. Darauf halten die Blumen, wenn ich mich recht entsinne, für immer. Dann muss ich mal gucken, ob es denn hier irgendwie... Overground Seed. It can be used to enchant a piece of grass. Flowers that are rooted on this enchanted soil will function at double normal speed. Genau. Ja genau, man kann sie nur finden, aber hier steht nicht, ob dann die anderen auch weggehen. Das ist ein bisschen schade. Und wie es ist mit Floating Flower, das weiß ich jetzt auch nicht. Okay, ja, Entropinium hat man schon, Endoflame haben wir ja auch schon. Und Begonia ist eine andere Möglichkeit, nochmal bienenlos zu werden. Man tut praktisch dann Tossius Bear Drones. Also wenn wir einen Haufen Bienen dann machen, das können wir, wir müssen auch mal mit Bienen irgendwann anfangen, aber das dauert zu viel Zeit, da müssen wir mal gucken, wann wir die Zeit finden. Und danach können wir praktisch unsere Drohnen alle hinschmeißen. Aus den Drohnen wird dann Mana. Es ist nicht viel, aber es ist ein bisschen Mana. Genau. Ja, das sind praktisch unsere Möglichkeiten, erstmal Mana zu erzeugen. Danach haben wir natürlich, wie gesagt, ein bisschen mehr. Mithilfe von dem Portal. So, wenn sie aber nicht genug Mana haben, dann haben wir einen Quatsch nochmal nicht genug gekriegt. Nee, wir bei Weiben nicht genug. Okay. Platzieren wir das Ding irgendwo nochmal hin. So. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen Spikes, damit wir hier dann mit Terrestrial Climation Plate, das kann ich dann nochmal machen. Das Mana kann ja ein bisschen erzeugen, dann sollten wir das nächste Mal hoffentlich mehr Mana haben. Dann machen wir noch ein bisschen mehr Terrasteel. Dann sollten wir auch in der Lage sein, mehr zu bekommen. Also hier das Elementium zu bekommen und so weiter. Weil der Vorteil ist, dass früher war es so, die Aktivierung des Elven Gateway Core hat Mana aus dem Mana Pools gezogen. Und alles, was man reingeworfen hat, hat Mana gezogen. Andersrum. Das Portal hat dann konstant Mana gezogen. So. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Jetzt ist es so, man braucht zum Öffnen ein wenig Mana. Okay, ja. Und dann braucht man nur immer Mana, wenn man praktisch Dinge reinwirft. Das heißt, das Portal kann dann dauerhaft geöffnet bleiben. Man braucht sich keine Automatisierung oder irgendwas zu bauen, was das Portal wieder ausschaltet oder was weiß ich nicht. Sondern es reicht einfach... Weil die Aktivierung kostet ja auch immer Mana, aber das, wenn man es dann tagelang angelassen hat, dann hat es trotzdem mehr Mana gefressen. Ja. Deswegen, das können wir dann ein bisschen schöner machen.
Jetzt, weil das geändert wurde. Genau. Gut. So. Ja, also wie gesagt, Elementium ist so ein bisschen das Ziel, weil damit können wir dann ein paar Dinge machen. Wir können das auch theoretisch Flügel Tiara machen. Aber wir haben jetzt erstmal was auf Conjuration Catalyst brauchen wir. Ups. Ich will gerne nochmal gucken. Nein. So. Ja, wir können uns auch die Elven Mana Spreader machen. Die können uns dann ein bisschen mehr Mana transportieren. Das ist auch nicht schlecht. Wir können den Gaia-Boss dann anfangen zu bekämpfen. Starcaller, Thundercaller. Ein paar Items hier kenne ich auch gar nicht. Oder habe ich noch nie gemacht und nie ausgetestet. Natural Pledge haben wir ja auch noch. Stimmt, wir können ja jetzt einen Haufen mehr Dinge machen. Wir können so einen Gott anschließen und so weiter durch Natural Pledge. Können wir eigentlich noch einen Haufen mitmachen. Spark Tinkerer. Was ist der Spark Tinkerer? Ich glaube, das werden wir nicht. Das wird hier nicht drin stehen, ne? Nein. Okay, dafür brauchen wir erst das Buch. Und dafür brauchen wir erstmal ein aktives Mana-Pool, damit wir das andere Buch bekommen. Weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe es mir schon mal durchgelesen, aber ich habe es mir einfach wieder vergessen, was der Spark Tinkerer macht. Wie immer. Ich glaube, das war für die Corporal Sparks. Ich glaube, dafür brauchte ich das. Ja. Aber das Corporal-System, ne. Bin ich nicht unbedingt so. Der Fan davon. Nun gut. Ja. Naja. Aber dann würde ich sagen, wir machen erstmal, weil ich komme jetzt hier erstmal nicht weiter ohne Mana. Ich habe vergessen, dass es ja so viel Mana braucht und ich habe vergessen, dass unsere Rezepte angepasst wurden. Deswegen ich damit gerechnet habe, dass wir jetzt schon das Portal offen haben. Nun gut. Dann würde ich sagen, ich beende das mit die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Man sieht sie vielleicht beim nächsten Mal wieder. Und ja, genau. Und dann machen wir noch ein bisschen Botania weiter. Dann kommen wir hoffentlich ein bisschen weiter mit dem Portal. So, dass wir wirklich dann zu Alfred kommen und uns ein bisschen was machen können. Und das wird dann ganz schnieke. Ne? So, gut. Das wär's dann aber jetzt erstmal. Wirklich, also, tschüss. Könnt abschalten, ne? Bei Löwenzahn damals. Ne? Könnt jetzt mal abschalten. Gott. So, okay. Jetzt wirklich tschüss. Auf Wiedersehen. Ciao. Noch einen schönen Tag.